Fredi Bobic, Michael Preetz, Thomas Hitzelsberger oder Jens Nowotny, die DFB Allstars, waren mit einigen klangvollen Namen zum Let's Play Together-Spiel im Olympiapark angereist. Für die große Show sollte aber jemand anderes sorgen. Die DFB-Legenden traten nämlich nicht gegen die Maccabi-Sportler an, sondern spielten in zwei gemischten Teams miteinander. Das war durchaus wörtlich zu nehmen. Beim 1:0 für Team Weiß hielt sich die Gegenwehr der Verteidiger stark in Grenzen. Michael Preetz bedient Gianni Miller, die Zuschauer freut's. Kurz vor der Pause gelang der Mannschaft in den DFB-Auswärtstrikots zwar noch der Ausgleich, doch viel mehr gab es in der ersten Hälfte nicht zu sehen. Michael Schulz zog das entsprechende Halbzeitfazit. Ich sag mal so, wenn es 5 Grad weniger wäre, würde es noch mehr Spaß machen. Aber das Spiel war schon heute, ne? Ja. Aber es reicht jetzt auch erstmal. Sollen mal die jungen Burschen topfit, sollen die mal ein bisschen spielen jetzt. Und er behielt recht. Die zweite Halbzeit avancierte zur Gianni Miller Show. Ein Tor war ja bereits auf seinem Konto, 3 weitere sollten folgen. Klare Sache, dass sein Team am Ende gewann und Gianni diesen Tag zu stellen nicht vergessen wird. Also man merkt den Unterschied zwischen Profi und Amateur sehr deutlich. Und ich finde es super, dass sie vorbeigekommen sind. Umso mehr hat es mich gefreut, auch mit denen zusammen spielen zu dürfen. Und es war eine tolle Erfahrung, werde ich meinen Enkelkindern noch von erzählen. Trotz der 1:6 Niederlage herrschte im anderen Team aber keineswegs Frust. Warum auch? Schließlich war die Partie in erster Linie auch ein Wiedersehen alter Weggefährten. Hat großen Spaß gemacht, weil es eben schön ist, ehemalige Kollegen zu treffen, wieder zusammen Fußball zu spielen. Dann auch an so einem schönen Tag, bei besten Bedingungen, gibt ja nichts Schöneres. Beim anschließenden VIP-Dinner vor dem Clubhaus des Olympiaparks konnten dann auch wieder die Routiniers glänzen, zumindest wenn es darum ging, wer zuerst am Buffet stand. Die European Maccabi Games bei HSS TV. Das räumt mehr ab als jede Grätsche von mir.